Hi, heute machen wir wieder einen Gartenvlog. Ich will heute den Bachlauf, soweit es geht, neu machen und fertig machen. Ich habe schon ein bisschen angefangen, ein bisschen Sand abgeschüttet. Wir hatten jetzt die Gartenbewässerung an und da ist der Sand ein bisschen nass geworden, ein bisschen abgesackt, ist aber auch nicht schlimm. Ich muss gucken, dass das halt gleich alles in Waage ist. Ich zeige dir das mal kurz, warte. So sieht das aus. Hier in dem Bereich, hier kommen noch eine tiefere Zone hin für Wasserpflanzen. Und es ist halt ein bisschen abgesackt, so ein bisschen flacher werden, ein bisschen höher, muss hinten noch aufgeschüttet werden. Und das soll ja alles hier rein münden, in diesen Kübel. Da hinten steht dann der Kübel, der anfängt. Da ist mit Wasserminze drin. Ich dachte eigentlich, wäre alle kaputt gegangen, aber ist nicht, weil ich habe die nämlich mal einen Tag zu lang draußen liegen lassen beim Saubermachen. Passiert halt. Und hat sich doch erholt und eskaliert wieder ein bisschen. Nächstes Jahr ist die noch krasser. Und ja, wie das soll hier lang laufen, dann hier rein und hier soll eine Feuchtzone werden. Und ich muss noch Sand aus der Garage holen, weil ich habe nämlich noch ein paar Säcke Sand da liegen. Und dann kann ich morgen nämlich auch Kies holen zum Befüllen. Ich war heute schon im Baumarkt Kies holen, aber ohne Geld. Ist dann natürlich ein bisschen doof. Und das ist der Plan. Wir haben heute den 25.07. Und ich muss unbedingt jetzt auch nochmal die ganzen Sachen topfen, neu anpflanzen, neu aussehen, weil es ist gerade echt die Zeit dafür. Und ja, das habe ich heute. Ich bin ja schon seit Viertel nach vier wach. Schon trainiert heute Morgen, wie immer. Bin eigentlich ein bisschen müde, aber wenn ich einmal dran bin, dann geht's. Und ich muss gleich noch vom Nachbarn, der hat mir nämlich einen Flieder gebracht zum Schreddern und zum Mulchen. Dann gebe ich das hier irgendwo hin. Ich habe ihm zwar gesagt, lass das. Säbel den jetzt nicht ab. Auch wenn der groß und wuchtig ist, macht das im Herbst oder frühestens oder spätestens im Frühjahr. Weil Schnitzer ist eigentlich immer so im März rum, dann wenn die Fusitio blüht. Aber es scheint mal auch Rosen, kann ich ganz gut merken. Aber der wollte den jetzt unbedingt weghaben. Beziehungsweise er verschenkt die Wurzel dann noch an anderen Nachbarn. Aber es ist trotzdem scheiße, ne, wenn er jetzt geschnitten ist. Gerade in der Blüte gewesen oder immer noch in der Blüte und dann wird einfach fast alles radikal abgeschnitten. Auch wenn Mutler ja immer wieder treibt. Dann trotzdem ist das kacke für den jetzt. Naja, ich hole jetzt erstmal Säcke Sand. So, du siehst hier, ich nehme hier so Spiele Sand, so ganz billigen. Und hab da schon einen Sack hingekippt nochmal. Ich muss wie gesagt gucken, also dass ich da keine Folie drum lege um den Baum. Der muss ja brauchen Wasser. Also ein schöner Eibisch. Oder Hibiskus. Und gucken, dass ich das Gefälle hier hinkriege, dass das auch alles hier reinläuft. Und deswegen habe ich da noch ein paar Hölzer hingelegt. Und soll auch eh nur so relativ, es soll viel Wasser stehen, aber nur relativ leicht fließen. Aber trotzdem muss natürlich ein Gefälle da sein. Und genau, das will ich jetzt machen, hinkriegen. Und der Hahn, der nervt mich heute wieder. Schauen wir mal, fangen wir mit Modellieren mal ein bisschen an. So, die Folie habe ich jetzt verlegt, das sieht jetzt so aus. Ich sagte, ich war in der Arbeit, ich bin auch richtig geschwitzt gerade. Und das ist bewusst so, dass das zwei Kanäle sind. Hier vorne sollen ja Sumpfpflanzen rein, so wie Lythrum. Habe ich nicht nur drei Stauden, die längst auf Einpflanzung warten, aber ich kam nicht so schnell dazu. Und dann in der Mitte soll hier etwas mehr Fließgeschwindigkeit sein, was ähnlich ist, weil ich mich da hinten stauen wird. Und es wird sich hier was stauen. Das ist aber nicht schlimm, das ist auch gut so, weil ich möchte nämlich so eine Art Wiesenbach gestalten. Und das ist mein Ziel hiermit und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin. Und mir ist auch bewusst, dass, wie soll ich sagen, dass, sag mal schnell, die Kapillarwirkung nicht da sein wird. Also es ist bewusst, dass Pflanzen von draußen reinwachsen sollen. Das heißt, das Wasser kann auch gerne nach draußen ein bisschen wandern und die ganzen umliegenden Pflanzen ein bisschen mitwässern. Gerade auch mein schöner Hibiskus hier. Und ich werde auch die Erde dann auch gleich auf die Matte reinlegen, sodass automatisch immer wieder ein bisschen Wasser rausgezogen wird. Das ist egal für mich persönlich. Es gibt viele, die mögen das nicht. Im klassischen Teichbau ist das auch nicht so. Aber ich möchte hier betonen, dass das ja ein bisschen naturnah gestaltet werden soll. Und das ist ja der Hintergrund dabei. Deswegen können auch gerne Pflanzen reinwachsen oder auch rauswachsen.
Nur die Katzenminze, ach, die Wasserminze da hinten, die deutsche, Menta aquatica heißt sie, glaube ich, die bleibt da gefangen. Weil wenn die einmal ausbricht, die überwuchert alles. So schön wie sie ist und so lecker duftend und man als Tee verwenden kann, aber die bricht aus und überwuchert alles. Und ja, wir gucken, dass ich hier nochmal eh noch ein paar Sumpfblumenpflanzen bekomme. Ich glaube, für Froschlöffel wird das vielleicht schon zu niedrig sein. Das kann auch ruhig zufrieren im Winter. Das ist nicht irgendwie gedacht, damit es hier so mega tief ist und sowas. Also der Bottich hier friert eh nicht zu. Aber grundsätzlich, es kann ruhig zufrieren. Das soll eher sowas sein, damit du dann dir schon mal ein Beispiel hast, wie so ein Unkentümpel, der auch austrocknen theoretisch darf. Vielleicht lasse ich ihn auch austrocknen, wenn ich die Pumpe nicht dauerhaft im Betrieb haben werde. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier kein Muss, dass das hier alles nach Teichbaustandard gemacht ist. Sondern ich möchte es gerne wild haben. Und deswegen habe ich mich auch für diese wasserraubende Kapillarwirkung entschieden. So, Folie liegt. Ich habe tatkräftige Unterstützung von meiner Frau. Die testet nämlich jetzt, ob ich es ordentlich gemacht habe. Und hier läuft es schon über. Und das ist schon ganz gut. Mal hier nochmal ein bisschen besser lösen. Also nicht lösen, sondern das ist hier straffer liegt, aber das macht der Kies dann auch. Und hier ist da, so wie es geplant ist. Hier lege ich noch ein paar größere Steine drauf, habe schon ein paar Fellsteine gesammelt. Dann kommt hier noch ein bisschen Erde ran und dann kommen hier, wie gesagt, die Südrum rein. Gleich eine Sumpfblume, mal gucken. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Ich brauche da hinten noch ein Rohr. Und so stark, wie das jetzt hier fließt, wird es eh nicht fließen. Es soll ja auch ganz geschmeidig, wie so ein Wiesenbach, fließen. Wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen Sand und ein bisschen Kies geholt. Wir füllen das jetzt hier noch ein bisschen auf. Hier einerseits als Barriere auch ein bisschen Sand nicht rüber geht. Hier kommen ja gleich noch die Blutweiderich rein. Und hier hinten sieht man leider nicht, dass es da so schön plätschert. Vielleicht hätte ich da hinten auch Sand hinkippen sollen, aber das wird eh weggespült, von daher ist das relativ sinnfrei. Aber so ist es halt. Da läuft dann halt da durch und geht dann hier rein, kommt dann da raus aus der Quelle hier. Also hier kommt es dann zur Tage, das Wasser. Ich weiß noch nicht, ob ich ernsthaft nicht vielleicht noch ein paar Steine hier hinlege. Oder vielleicht auch hier reinlege, dass das hier vielleicht nicht ganz so nach Kies aussieht. Ich muss eh noch ein paar Steine hier oben hinlegen, damit die halt auch mit dem Moos zuwuchern. Und ja, bisher bin ich eigentlich recht zufrieden. Es muss halt nur noch Gras reinwachsen und noch ein paar andere Sachen, sodass dann noch ein bisschen mehr nach Wiesenbach aussieht. Jetzt sieht es halt noch relativ künstlich aus, aber was braucht ja halt Zeit. Guck mal, wie es nächstes Jahr dann aussieht. Ich habe mir jetzt hier noch ein bisschen Substrat gemacht. Das sieht jetzt gerade ein bisschen sandig aus, aber das ist Kompost mit Sand. Und das kommt jetzt in die Mulde, die ich gerade gegraben habe. Ich habe es ein bisschen tiefer gemacht und dann ein bisschen zu tief. Aber zu tief geht eigentlich nicht. Ich komme da nämlich jetzt wieder ein bisschen Erde bzw. ja, Kompost-Sand-Gemisch rein. Dann kommen die Stauden rein. Und dann kommt wieder was oben drauf und dann oben zum Abschluss noch ein bisschen Kies. Gut, die Falten damit muss ich jetzt leben, ist nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es funktioniert. Aber wenn ich den Kies gewaschen habe, ist er nicht klar. Naja, ist nicht schlimm. Das ergibt sich alles. Und auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt das Substrat reinmischt, weil ich habe unten schon ein bisschen Erde, also diese ganz normale Gartenerde, die ich gerade ausgegraben habe, da drin. Da sind auch unzählige Unkräuter drin. Gucken, vielleicht keimt davon ja was, wäre ganz cool. Und ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch dann über die nächsten Jahre passiert. Das hier ist die perfekte Höhe jetzt. Und du siehst ja hier schon einen blühenden, sehr schön. Und die werden ja natürlich noch richtig eskalieren und breiter werden in den nächsten Jahren. Von daher ist das schon mal ganz gut. Und die anderen fangen hoffentlich auch nochmal an zu blühen, das wäre auch nochmal top. Nährstoffe haben sie auf jeden Fall, weil die brauchen ja auch
relativ nährstoffreiches, aber feuchtes Gebiet. Und das ist ja hier dann optimal. Und bin mal gespannt. So, jetzt ist es erstmal soweit fertig. Feinjustierung kommt noch. Gerade noch auf dem Baumarkt. Hier und da hinten zwei Günsel mitgenommen. Also Ayuga Rebsens. Zuchtform, da hinten ist so ein Buntblatt und hier ist so ein dunkler. Der blüht sogar. Eigentlich blühen die ja eher im Frühjahr. Aber ist egal. Der bildet ja auch Ausläufer und der verbreitet sich. Das ist ganz gut. Im Frühjahr kommen ja dann erst auch die Lungenkräuter da hinten. Das sind auch so rotblühende. Ist nicht die beste Wahl für Bienen und so weiter, weil weil Bienen nicht rot gut sehen können. Aber die finden es trotzdem. Und Hummeln auch. Es kommt ja gerade eine Wespe zu mir an. Mein Gott, hau ab, Wespe. Und jetzt, also wie gesagt, hier dann nochmal ein bisschen Ayuga, schöne blaue Farbe dazu. Und wenn sich das alles noch ein bisschen reinwächst hier ins Wasser ran, umso besser. Ja, was natürlich eine Scheiße aussieht, ist das hier. Das kommt, da wird auch noch mit Erde bedeckt. Ich habe jetzt aber keine Erde mehr. Kompost könnte ich noch ein bisschen holen, aber jetzt auch nicht mehr, weil wir essen jetzt. Hier den Rand noch ein bisschen zumachen. Hier muss noch irgendwas hin. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal mit dem Kinderwagen an den Feldern langlaufen. Machen wir sowieso immer, aber dann da nochmal gezielt auf Steine achten. Wir wollen hier nicht nur ein paar Steine machen, weil eigentlich hätte ich jetzt gerne hinten so bemooste Steine, dann noch ein bisschen mehr. Aber ich habe keine bemoosten Steine mehr, sondern nur noch trockene. Das muss halt die Natur mit der Zeit regeln. Aber abgesehen davon, da hinten habe ich einen Steinhaufen. Vielleicht nehme ich die da weg und tausche einfach ein paar Steine. Muss ich mal gucken. Und da will ich die Mauer noch erhöhen. Bis oben zum Bottich, damit man zumindest von vorne nicht mehr sieht und das Rohr auch ein bisschen verdeckt ist. Und das Wasser muss ich halt noch mal ein bisschen klären hier, ne? Das ist ja alles noch ein bisschen bräunlicher. Aber ich bin zufrieden, auch hier mit der Sumpfzone. Und da wird sich das jetzt auch sowieso alles, wenn dann was da ist zwischen Keimen und sowas. Vielleicht schmeiße ich ja noch mal ein bisschen, wie heißt denn das jetzt? Sumpf vergisst man nicht hin. Muss ich mal gucken. Also an Samen für nächstes Jahr. Und ich lasse die Pumpe jetzt erstmal laufen. Und soll ihn ein bisschen dezent auswaschen. Und das genau so ist halt der Plan. Ne? Mehr soll halt auch nicht sein. Es soll halt genau... Also mein Ziel ist erreicht. Ja? Und jetzt darf es einfach noch zuwuchern. Und da habe ich super Bienentrinkstellen und Schmetterlingstrinkstellen. Und ja, perfekt. Aber abgesehen davon, noch ein letzter Nachsatz, vielleicht lege ich hier nochmal ein, zwei Steine rein, um das Wasser vielleicht ein bisschen zu kanalisieren, zu stauen an einer Stelle und dann anschließend noch ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Müssen wir mal gucken. Aber guck mal hier, aus dem Bottich wurden über die Pumpe, siehst du nämlich nicht, Mückenlarven nach oben geschwemmt und die fliegen jetzt hier runter in den rein. Ja, das war's jetzt und ich bin jetzt erstmal raus. Ja, wir haben jetzt 18:20 Uhr, mein Kater ist gerade da. Was ist, Pepper? Geh rein. Wollte ich gleich nicht einfangen. 20 Uhr gerade durch. Also 1958 oder sowas. Ich habe jetzt hier noch eine Schüssel für die Hühner vom Abendessen. Ich muss mal kurz Schuhe suchen, da sind die. Meine Haare sehen aber geil aus. Kinder pennen jetzt endlich, Gott sei Dank. Das war ein bisschen anstrengend, weil die Kinder, würde ich sagen, bei Oma waren und wenn die im Auto einpennen, dann pennen die jetzt nicht. Nein, normalerweise ist es so 7:15, 7:30, 8 Bettzeit, jetzt haben wir 8. Mein Haar ist echt schlimm, warte mal. Oder Nudel oder Finger, super. So, in der Schmerzlocke vorne. So, und Halt's Maul, Karl! Oder Karl Gustav, der nervt, ne? Mit seinem Okay, unglaublich. Der geht wenigstens, kommt erst um 7:45 raus. Morgens. Und der kräht aber auch teilweise abends bis 22 Uhr, geht's halt kaputt, ganz ehrlich. Was ist, Mädels? Habt ihr Bock auf Nudeln? So. Warte mal.
Dann, das ist Karl Gustav. Der geht mir auf den Sack. Und dieser schöne Hahn hier. Den habe ich auch. Ich habe eigentlich alle von denen hier mit der Hand aufgezogen. Und das ist auch noch ein Hahn, den ich letztens getarnt. Der ist auch bald aber Hackfleisch. Und der ist handzahm hier eigentlich. Und der hat große Fresse da hinten. Ist ja okay, dass er aufpasst und sowas, aber der ist schon extremst laut. Der Kandidat. Hm? Guck mal da, genau. Wollte. Ja, das ist, wenn die Kinder bei Eltern sind, dann pennen die abends bei uns nicht. Also bei Oma, Opa sind oder sowas, wenn wir bei Oma, dann pennen die abends nicht. Das werde ich jetzt 1,5 Jahre nächstes so haben. Also zumindest bei der Kleinen. Weil wenn wir die zu Hause haben, oder die bei Tagesmutter ist und zu Hause, dann pennt die 7:30 spätestens. Ja, aber wenn wir egal, ich mache heute an dem Bachlauf gar nichts mehr weiter. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gucke mir erstmal ein bisschen meine Hühner an, wie die fressen. Warte, bis der Teller hier leer ist von den Kindern. Und dann mache ich ein bisschen Content-Vorbereitung. Nicht nur das jetzt hier, das Thumbnail fertig machen, aber auch noch ein bisschen Planung für die nächsten Sachen, für die Pflanzenporträts, für den anderen YouTube-Kanal, den ich ja noch habe, den ursprünglichen, den Kochkanal. Da muss ich auch was vorbereiten. Ja, das wird jetzt erstmal gemacht. So, mit den Worten von meinen schönen Hühnern, ein paar Bildern, zeige ich euch jetzt, entlasse ich euch jetzt in den Abend oder in den Tag oder wann du immer das Video siehst. Schreib mir mal einen Kommentar drunter, was du zum Bachlauf und sowas sagst. Ob du den Hahn hier schön findest, der die große Fresse hat. Der greift übrigens auch meine Kinder an. Naja gut, ist ja auch sein Revier hier, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Gartenblock wieder, ne?